Zeitreise. Welt. Die Hanna, die war dann so und hat es dann einfach reingeschnitten. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Das hat sie dann einfach benutzt. Ey, das ist ja voll der Hammer, ey. Ja, das ist der Hammer. Stoßen ja nicht auf den. Oder wir tauchen einfach hier unter und verschwinden im Boden. Ja, einfach so. Zwei Jahre warten, bis du mal ins Marsch. Christian, kannst du bitte nicht so reinschreien? Hannas Ohren fallen ab. Ja. Er quickt wie mir was Neues hoch. Ready to rumble! Christian, passt so. Ja, passt. Gut, fertig. Komm, 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 sie kommen gleich. Boah. Gerade noch geschafft. Ey, ey, David, wach auf. Was machst du? David, die Kids Celebration hat schon angefangen. Ey, wisst ihr, wie wir den wach kriegen? Aufwachen. Guck mal, da, die Kinder sind schon eingeschaltet, es hat schon begonnen. Was? Da, das läuft schon. Voll verspätet. Lass mich durch. Bist du wach? Ja. So, herzlich willkommen, Kids. Sorry, dass das so gestartet hat und gerade nicht so perfekt läuft, aber Gott ist trotzdem hier, egal wie es gerade läuft. Ja. Und auch wenn ihr heute vielleicht schon in einem Maispot... Ey, hi, bist du wach? Was? Ja, wir haben doch Maispots heute. Was ist Maispot? Maispots, da treffen sich so 20 Personen bei jemand zu Hause und gucken zusammen den Gottesdienst an und feiern den zusammen. Hey, das ist ja voll cool, dass sowas Mega. Schon geht, ey. Wenn gerade welche von euch bei einem Maispot sind oder auch nicht, ihr könnt einfach mal eurem Gegenüber oder nebendran so einen Fußpfeif geben. Genau. Und ey, du bist so voll müde. Komm, wir gehen in Worship, da bist du wach. Ja, das ist gut. Ey, oh, hier geht's lang. Leben zu leben mit dir. Ich hab mich entschieden.
Wir haben es auch geschafft. Ich bin voll, boah. Alter. Ey, der Worship war so gut. Ich bin endlich jetzt richtig wach. Und ich habe irgendwie das noch dieses Hawaii-Feeling von letzter Woche. Ich bin irgendwie noch voll gut drauf. Auf jeden Fall, wo es als nächstes hingehen wird, da wird es richtig spannend und ihr werdet es auf jeden Fall genießen. Richtig spannend und richtig heiß. Wir gehen nämlich ganz weit östlich. Und weit nach Süden. Und zwar genau nach Indien. Ja? Indien. Ja? Indien. Indien. Oha. Krass. Echt voll cool, Mann. Mega. Da können wir einfach gespannt sein, was die Kids dort erleben werden. Heute ist leider der Daniel nicht dabei, weil der hat mir vorher geschrieben, dass sein kleiner Zeh leider juckt. Und deswegen kann er leider heute nicht dabei sein, aber es wird trotzdem der Hammer werden. Seid einfach mit dabei und dann sehen wir uns später. Genau. Hey Emma, du weißt ja, in unserem Land dürfen wir eigentlich nicht in der Bibel lesen, aber das Wort Gottes ist so wichtig. Lass uns drin lesen, okay? Okay, Palita, lass uns lesen. Okay, also schau mal hier rein. Wow, 1. Petrus 2, Vers 9. Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk. Sein persönliches Eigentum. Wow, das sind wir. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Wow. Aufwachen! Emma, sofort ich glaube, wir wurden entdeckt. Versteck dich schnell, versteck dich! Tür auf! Ja. Bist du allein? Ja, ich bin alleine. Ich habe vorhin eine zweite Stimme gehört. Da ist niemand. Wer ist noch mit dir? Niemand. Wer ist noch da? Ich guck selber. Ich bin alleine.
Was ist das hier? Ein Buch. Was für ein Buch? Das ist die Bibel. Aha, dann war es doch richtig. Nein, sie ist noch ein Kind. Ey, aufstehen, mitkommen. Emma, alle komm, beide. Komm zu mir. Ihr seid verhaftet. Ihr wisst, in dem Land geht es nicht. Hey. Ihr habt Emma, die Zeit, her. Über eure Fehler nachzudenken. Mal gucken, ob euer Gott euch wirklich hilft. Emma, es ist kein Fehler, dass wir an Gott glauben, okay? Ich weiß. Auch wenn wir in einem Land leben, wo es nicht erlaubt ist. Der Glaube ist nicht falsch. Was machen wir denn jetzt? Schau doch mal rum. Nein. Hier gibt es keinen Ausgang. Das Einzige, was wir wirklich nur noch haben, ist jetzt der Glaube und das Wort Gottes. Kann uns hier das Wort Gottes eigentlich helfen? Wir stellen uns jetzt mal darauf. Aber was haben wir denn vorher gelesen? Wir haben doch vorher noch ein Wort Gottes gelesen. Weißt du es noch? Dass Gott uns aus der Dunkelheit ins Licht führt. Okay, in unserer Angst, wir stellen uns jetzt auf dieses Wort. Auch wenn wir es nicht sehen, wir glauben es jetzt. Lass uns beten. Gott, alles, was wir jetzt haben, bist du. Alles, was wir können, ist beten. Und wir beten, Gott, dass du uns befreist, dass du uns aus dieser Finsternis, aus der Dunkelheit ins Licht führst. Herr, wir haben Angst. Wir schreien zu dir um Hilfe. Sei du unser Beschützer und befreie uns. Wir wissen nicht weiter. Amen. Amen. Komm nur, Joachim, komm, schnell! Ja! Ja! Wartet! Das hier müsste Christians Haus sein. Ich klingel mal. Ja, hier steht Christian drauf. Es müsste rauskommen. Hey, Leute! Hey, Noah, Joachim und Leonardo. Hey, cool, dass ihr da seid, dass ihr angekommen seid. Ja. Hey, ich habe heute einen Brief bekommen von zwei Freundinnen von mir, Emma und Palita. Und wisst ihr, wir werden wieder weiterreisen. Wisst ihr, wo es hingeht? Oder wollt ihr es wissen, wo es hingeht? Ja. Ja? Wir gehen heute nach Indien. Ja. Ey, lasst uns keine Zeit verlieren und gleich gehen. Komm. Ja. Oh, endlich sind wir jetzt in Indien angekommen. Wie war der Flug für euch? War der gut? Gut, ja, voll. Okay, ich muss jetzt noch schauen, genau wo es hingeht, zu unseren Freunden. Ja, und weißt du, Noah und Joki, ich war jetzt nicht nur in diesem Land, sondern noch in 12 anderen Ländern. Ja, und ich schon in 14 anderen. Ja, bist du aber auch schon mal von einer 100 Meter hohen Klippe gesprungen? Nee, aber ich habe schon 3-fach Salto vom 3-Meter-Turm gemacht. Ja, und jetzt weiß ich, was du nicht hattest. 3 Einser in Sport. Ich hatte 5 Einser. Hey, Kids, es macht doch gar nichts aus, wer besser als der andere ist. Ja. Wo sind eigentlich unsere Koffer? Die sind gar nicht angekommen. Hey, wollt ihr mal, sollen wir mal schauen, wo es hingeht? Ja, komm. Ja. Hey, Joki, willst du nicht mit den anderen mitgehen und suchen? Freust du dich nicht über Indien, oder? Doch, aber die anderen haben bessere Noten als ich und die trauen sich so viel mehr. Ich bin so ein Angsthase, der immer nur 4er schreibt. Hey, Joki, ey, ich verstehe dich voll und ich kenne das auch, aber Taten sagen wirklich nichts aus, wer du bist. Gott hat zu dir gesagt, du bist wertvoll. Und nimm das an. Ja? Hey, die winken uns schon zu, die haben unsere Koffer gefunden. Komm, lass uns zu Palita und Emma gehen. Ja! Oh, ich bin schon ganz gespannt, wann sie kommen, Palita. Emma ist auch vor allem, wir haben sowas Krasses ja mit Gott erlebt, das müssen wir ihnen erzählen. Oh ja. Hey, sind sie? Mach auf, Emma. Hi! Hi! Hallo. Namaste. Namaste. Lama. Nein, nicht Lama. Das heißt Namaste. Auf Indisch heißt es Hallo. Also Namaste. 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 Sehr cool. Ja, schön. Christian, dich kenne ich schon. Aber wer seid ihr denn? Erzählt mal ein bisschen von euch. Ich bin Noah. Ich bin Leonardo Passarella. Und ich bin Joachim. Was macht ihr? Was tut ihr so? Ich bin mal von einer 100 Meter hohen Klippe die eine 3-fach Schraube runtergesprungen. Da war ich 6. Ach wow, ich bin vom 3-Meter-Brett ein 3-fach Salto runtergesprungen. Oh. Okay, krass. Ja, also cool, was ihr könnt. Aber wisst ihr eigentlich auch, wer ihr seid? Wisst ihr das? Nein, was meinst du damit?
Okay, Emma, ich würde sagen, wir erzählen dir mal eine richtig coole Geschichte und das war echt heftig. Erzähl mal, was wir erlebt haben. Wir haben mal Bibel gelesen und dann plötzlich kam ein Soldat herein und hat uns verhaftet. Oh nein. Und wir waren einen Monat im Gefängnis. Was? Und das ein war Monat? Echt schlimm. Alter Schwede! Ein ganzer Monat. Alter. Und es war kalt, es war hässlich, es war dreckig. Oh. Und wir hatten wirkliche Angst, gell? Es war echt nicht einfach für uns. Voll. Und Alter, was hat uns denn geholfen dabei im Gefängnis? Das Beten. Ja, wir hatten wirklich nur noch das Gebet und das Wort Gottes. Wow, und wir haben uns darauf gestellt, dass wir einen Wert in Christus haben, egal ob die Soldaten uns als nicht wirklich wert erachtet haben. Wir wussten, hey, wir haben in Christus einen Wert und der ändert sich nicht, auch wenn wir im Gefängnis sind. Und auch da, wenn ihr sagt, hey, ihr habt tolle Taten, das ist toll, aber auch wer ihr seid, das ist das, was zählt. Und das genau. Voll, ja, gell? Müsst euch jetzt nicht mehr hier vergleichen. Ihr wisst ja, wer ihr seid jetzt in Gott. Ja. Kinder Gottes nämlich. Yes. Ja, und ich muss zugeben, ich und Noah haben ein bisschen übertrieben und wir haben uns übertrumpft. Ja, aber vor Gott sind wir alle gleich wert. Stimmt, und genau du auch. Wir alle sind genau gleich wert vor Gott. Yes. Mhm. Hey, habt ihr Lust, indisches Curry zu machen? Ja! Dann lass uns in die Küche gehen. Auf geht's. Boah, Kids, das ist echt krass, oder? Was die Palita und die Emma dort im Gefängnis erlebt haben. Aber das ist wirklich die Wahrheit. Es gibt wirklich Länder, wo du verhaftet wirst, wenn du an Jesus Christus glaubst. Und wir sehen auch in der Bibel, in Gottes Wort, da lesen wir ganz viele Geschichten, was Menschen erlebt haben wegen Jesus. Und eine Geschichte, die ist so toll ausgegangen, die sehen wir jetzt. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern und kommt in die Stadt Jericho. In der Stadt ist einiges los, weil die Menschen mitbekommen haben, dass Jesus in der Stadt ist. Alle kommen auf die Straße und wollen Jesus sprechen hören und die Wunder sehen, die er tut. Die Menschen drängen sich um ihn, dicht an dicht. Alle recken und strecken sich, um über die Köpfe der anderen sehen zu können. In der Menschenmenge ist ein Mann mit dem Namen Zachäus. Zachäus ist ziemlich klein, aber auch er möchte Jesus sehen. Das ist aber nicht so einfach, weil alle viel größer sind als er und keiner Rücksicht auf ihn nimmt. Niemand lässt ihn vor, damit er besser sehen kann. Die anderen Menschen in Jericho können Zachäus nicht leiden. Er ist sehr reich, hat ein großes Haus und kann sich alles leisten, was er möchte. Er ist der oberste Zolleinnehmer. Seine Aufgabe ist, an dem Stadttor zu sitzen und den Menschen, die etwas in die Stadt bringen wollen, Geld abzunehmen. Er verlangt von den Menschen oft viel mehr, als er darf. Das Geld nimmt er dann für sich selbst. Er betrügt die Menschen und ist dadurch reich geworden. Weil Zachäus Jesus nicht sehen kann, läuft er die Straße weiter voraus und klettert auf einen hohen Baum. Von dort kann er alles sehen, sogar Jesus. Und tatsächlich kommt Jesus zu dem Baum und schaut zu Zachäus hoch. Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute noch zu dir nach Hause kommen. Zachäus steigt ganz schnell vom Baum herunter und nimmt Jesus mit zu sich nach Hause. Die Leute aus der Stadt sind wütend, als sie das sehen. Was macht Jesus da? Warum geht Jesus denn zu diesem Betrüger? Das geht ja überhaupt nicht. Zachäus sagt aber zu Jesus: Herr, die Hälfte von meinem ganzen Geld werde ich den armen Menschen geben. Und allen Menschen, die ich zu viel Geld abgenommen habe, werde ich viermal so viel zurückgeben. Jesus freut sich sehr darüber. Dieses Haus wurde heute gerettet. Ich bin gekommen, um Menschen zu suchen und zu retten, die verloren sind. Kids, und ich möchte euch auch eine kleine Geschichte von mir erzählen, was ich mal erlebt habe, als ich noch ein Teenie war. Ich war etwa 13, 14 Jahre alt und ich habe gemerkt, ich werde langsam zu einer Frau, ne? Man fängt an, sich zu schminken, man fängt an, Schmuck gerne zu tragen, Nagellack sich drauf zu machen. So der ganze Schnickschnack halt, ne? Was Frauen halt gerne haben. Und ich komme aus einer großen Familie und wir haben nur ein kleines Taschengeld immer bekommen. Und ich weiß noch, meine Freundinnen hatten immer ganz viele tolle Sachen, aber ich nicht. Und in den Läden, oh, da gab es tolle Sachen. Und da habe ich einmal angefangen, etwas zu klauen. Das hat begonnen mit einem Labello und es wurde dann immer mehr. Jedes Mal, wenn ich in der Stadt war und in einem Laden war, musste ich immer was mitnehmen.
weil ich so eine Gier verspürt habe, oh ja, diesen Schmuck brauche ich, oh ja, dieses Kleidungsstück brauche ich, die Schminke ist toll. Und ich habe immer mehr geklaut. Und am Anfang, oh, da hat mein Gewissen noch gesagt, hey Anike, das, was du hier machst, ist nicht gut. Aber irgendwann mal, es wurde immer mehr und immer schlimmer, habe ich das gar nicht mehr gespürt. Ich bin schwarz gefahren, habe keine Tickets gekauft und ich habe mir sogar auf die Schulter geklopft und gedacht, hey, das ist doch gut, dann muss mir meine Mama gar kein Taschengeld mehr geben. Ich entlaste doch meine Eltern damit. Irgendwann mal, ich weiß noch, ich lag dann auf meinem Bett und neben mir lag immer die Bibel auf dem Tischchen. Und vielleicht kennt ihr das auch, gell? Die Bibel ist oft sichtbar, aber wir lesen ziemlich selten drinnen. Aber da dachte ich, okay, ich lese einfach mal wieder Bibel. Hab sie aufgeschlagen und was lese ich da? Hey, an euren Taten wird man euch erkennen, dass ihr Jesus Kinder seid, dass ihr Gottes Kinder seid. Und ich habe noch mehr gelesen. Ich habe an diesem Tag dann ganz viel gelesen und ich konnte mich gar nicht mehr satt lesen. Und ich lese euch jetzt mal hier aus 1. Petrus 2, Vers 9, den Vers vor, was da drinnen steht, weil das ist das Wort Gottes. Und da steht, aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. Und so seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, für eure Taten. Denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Wow, gell? Das ist jetzt ganz schön viel. Aber das ist genau das, was ich dort auf dem Bett erlebt habe. Ich habe gemerkt, hey, warte, ich kenne Gott schon mein ganzes Leben lang. Meine Eltern haben mir andauernd von Jesus erzählt. Ich kannte alle Kindergeschichten aus der Bibel. Im Rallye-Unterricht habe ich mich immer gestreckt. Oh, oh, ich weiß es, ich weiß es. Ich hatte immer Einsen im Zeugnis im Rallye. Vor dem Essen habe ich immer gebetet. Aber dann habe ich heimlich solche dummen Sachen gemacht, wie klauen, lügen, meine Eltern sowas von angelogen, immer schwarz gefahren. Und jetzt lese ich das hier, dass ich ein Königskind bin. Und wisst ihr was? Ein Königskind, eine Prinzessin, die hat es nicht nötig zu klauen. Eine Prinzessin hat es nicht nötig zu lügen. Und ich lag da und ich musste wirklich weinen, weil das so in mein Herz gegangen ist. Weil Jesus so in mein Herz geklopft hat und gesagt hat, Anike, ich lieb dich so. Anike, ich lieb dich so. Du musst nicht klauen. Du musst nicht lügen. Ich will dich davon befreien. Ich lieb dich so, egal was du machst. Aber ich möchte, dass du dich wie eine Königstochter benimmst. Und so wie Palita und Emma im Gefängnis saßen, gell, und sich wie eine Königstochter benommen haben, denn sie wussten, was in dem Wort Gottes steht. Sie wussten es und deshalb sind sie ins Gefängnis gegangen. Sie hätten auch lügen können, so wie ich es gemacht habe, und sich noch rauslügen können und nicht im Gefängnis landen. Das hätten sie machen können. Aber sie wussten, eine Königstochter muss nicht lügen. Eine Königstochter hat nämlich Gott über sich und Gott beschützt sie. Und nach diesem Tag, als ich da so im Bett lag, hey, da wusste ich, Jesus, ich bin eine Königstochter und ich muss das Ganze nicht mehr machen. Und ja, Kids, das war schwer. Manchmal saß ich im Zug und habe gemerkt, Schrott, ich habe ja gar kein Ticket gekauft. Und damals gab es die Ticketsautomaten noch im Zug drinnen. Und dann bin ich schnell zum Ticketautomat gegangen und habe mein letztes Taschengeld dafür ausgegeben. Aber das war es mir wert, weil eine Königstochter, die streckt nicht nur im Rallye-Unterricht und betet vor dem Essen, oh Jesus, danke. Nein, eine Königstochter, die lebt ihr ganzes Leben nach dem Königsgebot, gell? Wow. Und Kids, ich möchte euch ermutigen da draußen, ihr habt es nicht nötig, wie Sklaven und Bettler zu leben. Ihr seid Königskinder. Wenn ihr Jesus in eurem Herzen habt, dann seid ihr Königskinder und ihr müsst das ganze Zeug nicht mehr machen. Wenn ihr streitet, es ist so oft nicht wert zu streiten. Lasst es. Geht weg von dem Streit. Lügen. Wofür lügen? Die Wahrheit, das ist das Licht. Wow.
Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du in unserem Herz lebst. Und danke, Jesus, dass du auch da draußen bei den Kids bist und ihnen dieses Gewissen geschenkt hast. Gott, und dieses Gewissen in den Kids, das wird jetzt noch mehr ausgeprägt, damit sie wieder in Wahrheit leben dürfen. Amen, Kids. Und wenn ihr daran glaubt, dann dürft ihr jetzt laut oder leise Amen sagen. Danke, Jesus. Hey, danke, Annike, für diese tolle Message. Die war echt richtig cool. Und auf jeden Fall, Kids, falls ihr euch fühlt, dass ihr euch was nicht könnt oder ihr euch einfach dumm für etwas fühlt, das stimmt nicht, weil das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, was Gott über euch denkt, ja. Denn er hat was in euch eingelegt. Ja, genau. Und in jedem Einzelnen von euch hat er sowas Besonderes gesetzt. Und dann braucht ihr nicht euch zu vergleichen mit irgendwelchen anderen Kindern. Was hat der von Gott bekommen oder was hat der von Gott bekommen? Sondern konzentriert euch auf genau das, was Gott euch gegeben hat und setzt es um. Und jetzt wollen wir noch im Worship gehen. Und die Lieder, die wir dort singen, die wollen wir auch einfach echt mit ganzem Herzen glauben. Genau. Also.
Hey Kids, es hat richtig Spaß gemacht mit euch in der Celebration, aber leider sind wir schon zum Ende angelangt. Aber bevor wir komplett zum Ende kommen, habe ich euch noch einen Vers mitgebracht, der euch die Woche begleiten wird. Und zwar das ist der 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid von Gott ein auserwähltes Volk, seine königlichen Priester, ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Ey Kids, ihr seid einfach auserwählt und ihr seid auch Könige. Ja. Und Gott sieht euch so und vergesst das nicht. Ja. Mega, danke David. Ja. Zum Abschluss wollen wir noch beten. Gott, ich danke dir, dass wir heute wieder Kids Celebration feiern durften, dass wir wieder zusammen Spaß haben durften. Und ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, sowas überhaupt zu machen. Und ich bitte dich einfach dafür, darum, dass du jedes Kind da draußen ihre Berufung aufzeigst und dass sie die Gaben, die sie von dir bekommen haben, einfach anwenden dürfen. Amen. Amen. Also, dann bis nächste Woche. Bis nächste Mal. Hey, ich steck fest. Hey, letztens haben wir 4 Stunden gebraucht oder 5. Ja, warum, ey?